Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Okay, you've had your fun. I'll give you one more chance. And if you don't clear out now, there'll be real trouble. I mean it. This is David Sumner. All his life he's been running away, turning his back on trouble, involvement, and confrontation. Until now. There are 5 men out there. I know that. He took his wife and fled to an English country town. There was once a time, Mrs. Sumner, when you were ready to beg me for it. Take your hands off me. He thought he could find peace and refuge. Instead, he found that a man can't hide forever. Sam Peckinpah, who uncaged the Wild Bunch, now unleashes Dustin Hoffman in Straw Dogs. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 296 des Bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallihallo. Da fangen eigentlich die Probleme schon an, denn wir sind zwei Männer, die über Straw Dogs reden, den misogynsten Film überhaupt. Ist das so? Ist das gut so? Also wenn man den Kritikerstimmen anno 1971 trauen mag, dann vermutlich schon, ja. Ich bin mir da nicht so richtig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, das aber im Laufe des Abends klären zu können. Zumindest ziemlich versöhnlich. Ich weiß nicht, ob es so versöhnlich wird, das Gespräch. Es wird auf jeden Fall sehr kontrovers. Aber das ist ja auch Teil des Programms, denn dies ist der zweite Teil unserer Skandalfilmreihe. Und da greifen wir natürlich die dicksten Brocken in Sachen Kontroverse, in Sachen Zensur, in Sachen Schockfaktor raus, so aus der Filmgeschichte, und widmen uns, nachdem wir vor einem Monat über The Birth of a Nation von D.W. Griffith sprachen, jetzt Sam Peckinpahs Straw Dogs, wer Gewalt sät, raus. Das ist schon auch ein ganz schöner Brocken. Ja, das Gefühl hatte ich aber auch, ja. Und ich war ehrlicherweise am Anfang, also ich war nicht mal besonders bewandert. Nicht so, als hätte ich den Film in irgendeiner Form vorher schon mal gesehen und kannte ihn eigentlich auch nur so vom Hörensagen. Von daher war das jetzt nicht uninteressant. Also wir sollten auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen, auf die Frage, ob wir denn überhaupt so als zwei gut situierte Männer mittleren Alters, weiße Männer in der Mitte der Gesellschaft, privilegiert noch und nöcher, überhaupt so darüber sprechen können, was der Film uns zu sagen hat, und ob uns vielleicht auch die Einblicke da in die weibliche Psyche fehlen, um diesen Film adäquat beurteilen zu können. Denn er wird ja kontrovers diskutiert. Und was jetzt ich auch besonders spannend fand, ist ja, dass er auch aus weiblicher Kritikersicht und aus weiblicher Zuschauersicht sehr, ja, unterschiedlich aufgenommen wird und da alles erfährt, von harschester Kritik und Ablehnung bis hin zu größter Liebe einfach für das künstlerische Handwerk, das da drin steckt. Also ganz ehrlich, gegen die Einschätzung wehre ich mich ja erstmal von Grund auf vehementst. Als Filmwissenschaftler bin ich schon der Meinung, dass ich durchaus an der richtigen Stelle bin, um über einen Film zu reden. Ja. Es ist nicht unschwierig, aber ich meine, das ist ja auch unter anderem der Grund, warum wir uns ihm widmen. Wenn alles so ganz klar wäre, würden wir vielleicht gar nicht hier sitzen. Vermutlich nicht, nee. Uns steht was bevor. Ja, und das auf jeden Fall. Als allererstes die Inhaltsangabe bei der UFDB, geschrieben von Platzhalter-Account. Ja, ein wahrscheinlich gesperrter User, der da schrieb einst 2001, der amerikanische Mathematiker David Sumner und seine attraktive Frau Amy ziehen in ein friedliches englisches Dorf. Dort will David in Ruhe eine wissenschaftliche Arbeit beenden. Bald schon belästigen die Einheimischen den zurückhaltenden Intellektuellen und werfen seiner Frau lüsterne Blicke zu. Doch die Situation eskaliert noch weiter. Punkt, 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 was ja auch irgendwie passt, denn auch der deutsche Titel Wer Gewalt sieht endet mit Punkt, Punkt, Punkt und impliziert, dass da noch einiges folgt. Kurz im Hintergrund der... Also wenn ich da mal ganz kurz mit meiner... Grätsch rein, los! Also ist das ein friedliches Dorf? Ich glaube, nein. Zweitens, okay, er hat gerade die ersten 3 Minuten erklärt, also von daher, das ist als auch Inhaltsangabe jetzt nicht wirklich gehaltvoll. Ich möchte dem lieben Platzhalter-Account nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ich kann so ein bisschen rauslesen, warum er bei der UFDB nicht mehr schreibt. Es wäre lustig, wenn sich herausstellen würde,
Das ist genau diese Rezension, war, die das Genick gebrochen hat. Und nach der der Admin nach der Lektüre sagte, nee, so geht das ja gar nicht. Raus hier. Du bist nicht gut genug. Wo ist Moonshade? Wo ist Moonshade? Ja, den vermisse ich allerdings auch schon seit einer ganzen Weile. Noch lustiger fände ich es allerdings, wenn sein echter Accountname Platzhalter-Account gewesen wäre. Auch das wäre sehr komisch, ja. Nicht wahr? Kurz zum Hintergrund zur Entstehungsgeschichte des Films. Straw Dogs basiert auf dem Roman des Siege of Trancher's Farm von Gordon Williams aus dem Jahre 69, also gar nicht mal so lange vorher erschienen, erfolgreicher Thriller-Autor, und The Siege of Trancher's Farm ein besonders erfolgreiches Exemplar innerhalb seiner Bibliografie, verfilmt dann von Peckinpah und adaptiert von David Zelek. Goodman und Peckinpah, die beide zusammen das Drehbuch schrieben, in der Annahme, in der Haltung, dass dies kein besonders guter Stoff sei, und werden da zitiert, ja, wir haben versucht, das Beste aus diesem ziemlich schundigen Stoff rauszuholen. Der Film war ein finanziell relativ großer Erfolg. Bei einem Budget von 2 Millionen Dollar spielt er immerhin 8 Millionen Dollar weltweit ein. Ist eine britische Produktion, also Peckinpah war zuvor in Ungnade gefallen, nachdem vor allem, ich glaube, The Ballad of Cable Hogue, was 1970 relativ ausgeartet ist in Sachen Produktionskosten, sehr, sehr teuer am Ende wurde. Ich glaube, er sein Budget um 3 Millionen Dollar überzogen hatte, was massiv viel Geld war. Und wie viel Geld das war, das zeigt sich ihm allein schon an der Tatsache, dass dieser ganze Film hier Straw Dogs weniger gekostet hat, als das überzogene Budget von The Ballad of Cable Hogue war. Dustin Hoffman war so gefühlt die sechste bis achte Wahl für Sam Peckinpah. Da waren ähnlich bekannte, aber auch körperlich sehr viel mächtigere Schauspieler im Gespräch. Zum Beispiel Jack Nicholson, was sich ja einen sehr anderen Film ergeben hätte. Darauf können wir vielleicht noch zurückkommen. Und die Stimmung, was so allein Gewaltdarstellung im Kino betraf, war 71 sowieso sehr aufgeheizt. Also man muss sagen, der Film kam Ende des Jahres in die britischen Kinos, November 71, und wenige Monate zuvor waren erschienen eben Filme wie Dirty Harry und A Clockwork Orange und hier The Devils von Ken Russell, Texas Chainsaw Massacre. Also man kann schon sagen, ja, ein wirklich in Sachen Gewaltdarstellung, also Gewaltdarstellung im Mainstream-Kino, sehr, sehr hartes Kino, ja. Sicherlich nicht ganz auch ungeschuldet der Tatsache, dass eben auch unlängst eben die ganze Hays Code-Geschichte aufgelockert wurde, das neue Rating-System eingeführt wurde, ja. So eine Sache wie Pornoschick zeigte eben, dass das Publikum einfach ein anderes Kino auch durchaus gutiert und sich für andere Themen entwickelt, sag ich, interessiert halt. Genau, das sind alles, glaube ich, so Faktoren, die durchaus zumindest im historischen Kontext gesehen werden sollten. Interessant ist vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass der Film tatsächlich erst ein bisschen später Probleme bekam mit Zensurbehörden, vor allem eben in Großbritannien, aber zumindest in Großbritannien und in den meisten europäischen Ländern meines Wissens nach ungekürzt lief, nicht nur, also teilweise auch in variierenden Versionen, zum Beispiel in Großbritannien, einmal eine Ab-18-Fassung, einmal eine X-Rated-Fassung. Die Ab-18-Fassung war dann eben in der legendär infamen Vergewaltigungsszene stark gekürzt, aber noch viel stärker gekürzt war er tatsächlich in den USA, wo er, glaube ich, für das R-Rating so mal eben um 3-4 Minuten gestutzt werden musste. Was sicher auch abgefärbt hat auf die kritische Rezeption. Also man muss es sich nicht mal vorstellen, denn ich glaube, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, sich diese gekürzte Fassung anzusehen, wenn man dann eben so filmhistorisch, filmwissenschaftlich interessiert ist. Diese ganze längere Vergewaltigungsszene lässt einen sehr, sehr anderen Eindruck als in dieser stark zensierten Form als in ihrer vollen Länge. Straw Dogs, was war so deine erste Reaktion, nachdem du den Film sahst? Ich glaube, ich war ganz schön erschlagen. Von einer Vielzahl sehr, sehr unterschiedlicher Eindrücke. Ich fühlte mich so ein bisschen alleingelassen von dem Film, glaube ich auch. Mhm. Genau auf der Ebene. Weil ich hatte bewusst versucht, andersrum, ich hatte ihn ja vorher nicht gesehen. Und natürlich kannte ich seinen Ruf. Und ich hatte auch da schon einige, ich hatte ihn einfach etliche Male herangezogen gehört, beispielsweise für besonders harte Filme, besonders misogyne Filme, für auch den Ruf von Peckinpah selber. Also die Idee des Films geisterte halt durchaus durch meine
Studien, möchte ich mal sagen. Gesehen hatte ich ihn halt noch nicht. Und ich hatte auch versucht zu vermeiden, mir vorher was anzulesen. Unterschiedliche Rezensionen oder auch also sowohl zeitgenössische wie heutige Sachen. Ich wollte ihn geradezu unbeleckt sehen. Und wie gesagt, der Film macht es mir echt überhaupt nicht leicht. Ich glaube, er macht es aber auch niemandem so richtig leicht. Und einer der ersten Gedanken, die ich danach hatte, war, oh, ich kann total verstehen, dass man den auf sehr, sehr vielen, sehr unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen kann. Dass das eine sehr individuelle Lesart möglich macht und vielleicht sogar bevorzugt. Und im Nachhinein habe ich dann angefangen, so ein paar Sachen zu lesen und neben diesem Grundgerüst, das ich gerade versuchte zu umschreiben, habe ich eigentlich nichts gelesen, was ich in irgendeiner Form aufeinander abgestimmt hätte. Ich habe wirklich so das Gefühl, wer auch immer diesen Film rezensiert, analysiert, darüber spricht und zu welchem Zeitpunkt, ist grundlegend unterschiedlich. Das finde ich sehr spannend. Spannend ist in jedem Fall. Also ich bin immer wieder hin und her gerissen. Wenn ich meine Gefühlslage beschreiben soll, ich habe den Film jetzt zum, ich glaube, vierten Mal gesehen innerhalb der letzten 20 Jahre. Sie ist immer wieder zwiegespalten. Ich kann jegliche Art der emotionalen Reaktion auf diesen Film irgendwo nachvollziehen. Ich kenne meine persönliche, die ist stark positiv gefärbt. Ich halte den Film für hochgradig intelligent, sehr, sehr durchdacht, sehr, sehr kalkuliert. Ich kann aber auch komplett nachvollziehen, wenn man ihn anders lesen kann und will. Da ich glaube auch, er ganz bewusst diese Möglichkeit offeriert, dem Zuschauer oder der Zuschauerin dies eben zu tun. Ja. Er ist schwierig und deswegen auch meine zwiespältige Gefühlslage. Es macht keinen Spaß, ihn zu sehen stellenweise. Und ich war jetzt auch nicht unbedingt heiß drauf, weil ich habe doch mal nachgesehen in meinem Letterboxd-Account, meine letzte Sichtung war erst so anderthalb Jahre her. Und ich hatte jetzt nicht unbedingt, wer hätte mir jetzt nicht diese Gelegenheit ergriffen und gesagt, wir reden über Skandalfilme, wahrscheinlich noch mal mindestens weitere 3 bis 5 Jahre ins Land ziehen lassen, bevor ich gesagt hätte, ich möchte ihn noch mal sehen. Also es hat mich jetzt nicht dahin getrieben. Aber dann wiederum, als der Film so begann und eben man sehr, sehr viel Schönes und Durchdachtes und künstlerisch hochgradig Wertvolles sieht, so in den ersten 30, 45, 60 Minuten, bevor es dann eben wirklich böse wird, dachte ich mir so, ach gut, dass wir es gemacht haben, weil das ist ein wirklich, wirklich herausragender Film. Und vielleicht, also für mich auf jeden Fall einer von Sam Peckinpahs Highlight-Werken, also definitiv in meiner persönlichen Top 3 angesiedelt. Aber wie gesagt, dann kommt eben dieser eine, jener, welche Moment und dann fangen für mich so ein bisschen die Probleme an. Ernsthafterweise, Für mich fangen die Probleme viel, 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 viel früher an. Ja. Aber ich würde sagen, Probleme ist nicht, ich glaube. Da fängt für mich die Kontroverse an, hätte ich vielleicht sagen. Die Kontroverse, ja, danke schön. Das Wort finde ich an der Stelle etwas angenehmer. Weil natürlich, die Sachen sind problematisch und es ist nicht nur diese Szene, die etwa auf der Hälfte des Films kommt. Es fängt viel früher an, es fängt schon quasi im nicht vorhandenen richtigen Vorspann an. Aber ich glaube, die Stärke für mich des Films liegt in seiner unglaublichen Ambivalenz. Du kannst das deuten, wie du magst. Der Film gibt dir so viele verschiedene Möglichkeiten, die gleiche Sache zu werten. Ganz, ganz persönlich, aus der ganz persönlichen eigenen, aus dem Empfinden, aus der Politik heraus, aus der Erfahrung, wie du auch fast 50 Jahren einfach dem Ruf, den der Film halt vorauseilt und all das. Ich kann natürlich den Skandal um bestimmte Faktoren kann ich super nachvollziehen. Und dennoch kann ich sie in dem Kontext des Films komplett umgekehrt deuten, wenn ich denn möchte. Ich kann mich aber auch einfach nur aufregen. Das geht auch. Und ich ertappte mich, wie ich tatsächlich während des Guckens beides tat. Mhm. Auch quasi im Wechsel von Szene zu Szene. Manchmal auch so im Nachhinein, wenn ich nochmal darüber nachgedacht habe, okay, was habe ich jetzt eigentlich gerade gesehen? Das ist halt, pass auf, der Film macht es einem sehr leicht, zum Beispiel zu sagen, okay, Peckinpah mag keine Frauen, weil die einzigen beiden Frauen, die er zeigt,
sind im höchsten Maße sexualisiert und das nicht mal besonders subtil, das nicht mal besonders sympathisch. Das erste, was wir von Susan George sehen, sind ihre Nippel. Und das zieht sich im Prinzip die ganze Zeit so weiter. Sie wird also hier bitte spezifischer, dass sie kein BH trägt. Das ist schon ein Unterschied. Ja, natürlich. Ja okay. Also, ja, klar, aber ich meine, die sind halt, sie stehen halt raus. Also, also offenkundig ist eben auch sehr kalt da in Cornwall. sie wird halt objektifiziert im Laufe des Films. Sie ist und zwar von allen männlichen Beteiligten. Wir haben die jetzt von dir mehrmals angesprochene Vergewaltigungsszene, die halt im Prinzip irgendwie so abläuft, zumindest im ersten Teil der Szene abläuft, so nach dem alten, sehr ekligen Motto, irgendwie erst wehrt sie sich, dann schnurrt sie doch. Das ist schon ein bisschen, ach nee, also da möchte man tatsächlich am liebsten gleich danach duschen. Sie ist nervtötend und sie geht dem Hauptdarsteller wie dauerhaft auf den Sack. Sie hat nichts Konkretes beizusteuern. Sie treibt das Unheil in der Handlung aktiv voran. Also ne, diese Lesart ist in dem Film vorhanden. Man kann das so sehen. Man kann das auch ganz anders sehen. Und zwar, wenn man sich eben anguckt, zum Beispiel die Tatsache, dass es gibt keine sympathische Figur in diesem Film. Nicht eine einzige sympathische Figur. Sie haben alle ab und an mal so leicht menschliche Züge, dass man sagt, okay, da kommt das her. Macht sie aber nicht sympathisch. Amy, also die Figur, bewegt sich in einer Welt, die halt von außennehmend gewalttätigen Männern bevölkert wird. Offenkundig eine Welt, die sie eben auch aus frühester Kindheit kennt. Die Arten der Gewalt, die da geübt werden, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ihr Versuch, sich, also man könnte, zum Beispiel diese Sexualisierung, sie trägt kein BH, Nummer, kann man auch durchaus als Befreiung werten, ja, sich gegen diese Gesellschaft dazu zu wenden und zu versuchen, sie selbst zu sein. Man kann sagen, dass das macht sie, um die aufzustacheln. Man kann aber auch sagen, dass sie ihnen im Prinzip den Stinkefinger auf die Art und Weise zeigt. Ihr Verhältnis mit oder zu Dustin Hoffmans David, darauf möchte ich ja dann später, glaube ich, noch ausführlicher eingehen, ist aber auf jeden Fall auch nicht ungetrübt, sodass eben die Anziehung zu Charlie, die ja eben auch noch von früher stammt, eben auch wieder in einer ganz anderen Richtung bewertet werden kann, sodass eben dieses eigentlich will sie nicht, oder sie sagt nein, aber sie meint ja, diese eklige Nummer da, eben auch wiederum ganz anders gewertet werden kann, wenn man eben davon ausgeht, dass sie, was weiß ich, eigentlich ihre Ehe nicht gefährden will, aber sich eben von dem angezogen fühlt. Ja, also das ist nicht ganz unproblematisch, einfach auch in dem, wie bewerte ich das, was ich da sehe? Also nochmal, in welchem Kontext sehe ich das? In welchem persönlichen und politischen Kontext sehe ich das? Und das kann, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel, aber ich könnte das rein theoretisch durchexerzieren mit jeder einzelnen Figur. Von daher gebe ich dir völlig recht, dass der Film eben hochintelligent und sehr, sehr, sehr clever erzählt ist. Ich habe so den dumpfen Verdacht, dass ein Großteil des Skandals nicht zuletzt darin liegt, dass da vielleicht ein sehr ungewollter Spiegel vorgehalten wird. Ja. Dass man sich mit bestimmten Aspekten des menschlichen Daseins, um es mal so zu sagen, und aber auch natürlich der Darstellung gerade im Hollywood-Kino gar nicht auseinandersetzen möchte und einfach sauer ist, weil dieser Film es eben relativ schonungslos offenlegt. Ich kann jetzt unmöglich auf jeden Punkt, den du angesprochen hast, eingehen. Ich weiß, was er fehlt, tut mir leid. Nee, weil sie mir einfach auch entfallen sind zum Teil. Aber würde ich so denen, hörst du mir zu, nach vielen. Nein, würde ich ihnen nicht zustimmen, dann hätte ich dem schon was entgegnet, hätte gesagt, stopp! Halt inne, ich habe da was dazu zu sagen. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir eine ähnliche Sichtweise auf den Film. Meine ist tatsächlich
auch jetzt so beim Speziellen, um auf einen Punkt einzugehen, den du erwähnt hast, nämlich dieses etwas komplizierte Verhältnis, was Amy da hat zu ihrem gemutmaßten Ex-Freund Charlie, der sie ja auch relativ früh schon im Film berückt mit, früher warst du aber noch ganz anders drauf und da konntest du nicht genug von mir kriegen. Und wir wissen nicht ganz genau, was zwischen denen früher war, aber kann davon ausgehen, ich weiß nicht, ob sie eine Affäre hatten, ob es sowas war wie eine echte Beziehung oder nur was Schnelles für zwischendurch, aber da war auf jeden Fall irgendwas. Ich finde tatsächlich, diese ganze Sache mit dem, will sie oder will sie nicht, oder wie hast du es so schön ausgedrückt, dieses widerwärtige, erst murrt sie, dann schnurrt sie, oder dieses, dieses angenommene, ja, sie wollen es doch so, oder Frauen generell wollen es doch so, was jetzt auch einige US-Kritiker vor allem basieren auf der gekürzten US-Fassung, jetzt Amys Figur, also Susan Georges Figur da in den Mund legten. Das sah ich eigentlich, das sah ich nie in diesem Film. Auch, ich meine, basierend darauf, dass ich eben immer die unkürzte Fassung gesehen hatte, dass eben dort diese Doppelvergewaltigung hochgradig widerwärtig ist. Aber ich glaube auch, weil ich mir mittlerweile, auch sogar schon bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, einiges darüber angelesen hatte und auch durchaus smarte Gedanken auch, glaube ich, von einer Dozentin meinerseits verinnerlicht hatte, die eben gesagt hat, gerade ihr Jungs tätet gut daran, wenn ihr den Film zum ersten Mal seht, diese klassische Vorstellung, die ihr, aber wahrscheinlich auch viele Frauen habt, von einer Vergewaltigung, wie eine Vergewaltigung abläuft oder was überhaupt eine Vergewaltigung definiert, diese Gedanken abzulegen. Denn dann tatsächlich ist es relativ eindeutig, dass der Film das verurteilt. Und bloß weil sich eine Frau, einer männlichen Figur, die auch körperlich sehr viel mächtiger ist als sie, ergibt zwischenzeitlich oder auch in ihrer Gefühlslage hin und her gerissen ist, aus Kalkül, um der Situation irgendwie halt zu entkommen oder weil da irgendwie doch noch sowas drinsteckt, wie die Hoffnung auf, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm. Das ist auch der mögliche Ablauf einer Vergewaltigung. Es muss nicht immer darauf hinauslaufen, dass irgendwie der große, bärige Mann kommt und sagt, so, ich nehme dich, du Sau, und los geht's. Also ich bin jetzt sehr platt, ich bin betont platt, bewusst platt, so mit ein bisschen Advokat des Teufels zu spielen, nicht weil das meine eigene Gefühlslage widerspiegelt. Aber ich finde da den Film eben eigentlich, also ich finde den Film da als eigentlich, lasse ich weg, sehr, sehr eindeutig, was die Haltung der Macher zu dem Thema oder die furchtbare Situation, dass sich da Amy wiederfindet, betrifft. Problematisch wird es für mich erst relativ, also sehr viel später im Film, wenn sich dann eben tatsächlich in dieser Belagerungssituation Amy wiederum auf Charlie beruft, als ihren mutmaßlichen Retter, nachdem sie eben von David wieder und wieder hängen gelassen wird, von dem sie plötzlich was erwartet und der ihr das nicht gibt und dann eben sagt, okay, dann öffne ich eben meinem Vergewaltiger die Tür. Da wird es dann für mich problematisch, also problematisch ist schon vieldeutig. Ja, wobei ich fast glaube, dass da andere Dinge verhandelt werden an der Stelle. Du hast natürlich völlig recht, die voneinander losgelöst zu sehen, ist vermutlich keine gute Idee. Dennoch glaube ich aber, dass das, was halt in dem Moment, also gerade in dem, nennen wir es mal Showdown, tatsächlich verhandelt wird, vielleicht zuerst geklärt werden müsste, bevor der Kontext bemüht wird. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn wir da angekommen sind, davor, ich fände es eigentlich schon fast spannender, den Film nicht nur zu reduzieren auf die Vergewaltigung bei Minute 52 oder so, und den Showdown in den letzten 10 Minuten. Weil dazwischen passiert eine ganze Menge. Oh ja. Und zwar aus meiner Sicht fast deutlich interessanter als diese beiden Sachen, die natürlich durch ihren Shock-Value eben besonders hervorstechen und die eben auch gerne eben herangezogen werden. Aber es ist, um da ganz, ganz schnell mal ganz drauf, kurz drauf zu antworten, ich glaube, dass halt an dem Punkt diese unterschwellige Fragestellung, was macht eigentlich in dieser Welt von Straw Dogs einen Mann aus, viel, viel stärker im Vordergrund ist und eben genau an solchen Sachen auch gerade auf der Beziehungsebene zwischen diesen drei Figuren versucht wird zu klären. Weil man darf ja auch nicht ganz vergessen, wenn eben Charlie dann im Haus ist und sich eben damit mit David balgt, ist ja gleichzeitig Norman? Hieß er Norman? Ja. Genau. Norman eben mit Amy im Schlafzimmer und versucht irgendwie das Nachspiel
der Vergewaltigung irgendwie zu absolvieren. Ja. Und für den Bruchteil einer Sekunde befinden sich eben David und Charlie quasi auf der gleichen Seite. Und sie versuchen beide im Prinzip Amy in irgendeiner Form zu retten. So, und müssen sich eben auch da, ich finde das hochinteressant, ich kriege das glaube ich gerade gar nicht so genau auf den Punkt, vor allem, weil wir nicht über den Rest gesprochen haben bisher. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass beide Figuren, David und Charlie, Entscheidungen treffen müssen, die sie im Laufe des gesamten Films so nicht getroffen haben. Die beiden können ja schon als ziemliche Gegenstücke gesehen werden. Also sehr, so zwei komplett diametrale Pole eines Spektrums. Und sie werden halt mit der gleichen Situation konfrontiert, während sie halt im gleichen Raum sind. Und müssen sich halt die Frage stellen, wie gehen sie jetzt damit um? Und Charlie hatte eine ähnliche Situation bereits bei der Vergewaltigung, wo er sich sicherlich auch unter der Androhung von Gewalt an ihm selber, durch die Schrotflinte, quasi auf die Seite von Norman, seinem Kumpel, schlägt. Und so richtig glücklich scheint er dabei auch nicht zu sein, aber aus irgendwelchen Gründen hält er Amy trotzdem fest, damit Norman da sein Ding machen kann. Und bei der Belagerung am Ende ist er in einer ähnlichen Situation und trifft aber genau die gegenteilige Entscheidung und schießt halt Norman über den Haufen. Ich halte diesen Moment für einen der wenigen wirklich schwachen Momente. Die Schwäche dieses Moments liegt für mich eigentlich schon daran begründet, dass Norman tatsächlich in dieser Belagerungssituation nochmal versucht, Amy zu vergewaltigen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist nicht besonders helle, der ist anscheinend komplett Impuls gesteuert und so sind sie eben die dummen Dörfler, aber das ist eben für mich tatsächlich einer der wenigen Momente, in denen der Film komplett flach wird und es einfach nur noch heißt gut gegen böse. Und ja. Was du vorhin gesagt hast und jetzt gerade auch nochmal wiederholt hast mit anderen Worten, ist eben, es ist schwierig hier in dem Film gut und böse zu verorten, weil jede der Figuren mehr oder weniger unsympathisch ist oder unangenehm, möchte ich es mal beschreiben, oder undurchsichtig. Ja. Es gibt gar nicht sowas wie den Protagonisten, dem wir folgen und auf dessen Seite wir uns sehen und dessen Taten wir irgendwo entschuldigen können. Deswegen finde ich es auch so lustig, tatsächlich mir die alten Trailer anzugucken, die den Film sehr darauf reduzieren als den Racheakt eines Mannes, der bisher gar nicht gewusst hatte, dass dieses Animalische in ihm schlummert und getrieben wird durch die Umstände, jetzt auf grausamste Art und Weise Rache zu üben und das Ganze so als eine Art Rape-and-Revenge-Thriller verkauft, bei dem eben der Mann ist, der, also die Vergewaltigung wird natürlich im Trailer nicht thematisiert, aber das mag eben auch Reingabegrund oder sowas in sich tragen, gar nicht thematisiert, sondern eben reduziert wird auf, ja, der unscheinbare Mann, der irgendwie zum wilden Tier wird, getrieben in seiner Not. Das impliziert ja schon, dass wir hier tatsächlich sowas haben wie eine Heldenfigur, wie jemand, der aus dem Film als Retter oder ja Savior hervorgeht, dass wir sowas wie einen kathartischen Moment am Ende des Films erleben. Und das fehlt hier eben komplett. Wir sind uns eigentlich nie ganz sicher, was die Figuren wollen. Und da beziehe ich Amy durchaus mit ein, die ja auch in fast selben Maße passiv-aggressiv ist wie David. Die beiden haben ja nichts Besseres zu tun, als sich eigentlich den lieben langen Tag ihr Leben gegenseitig schwer zu machen. Ja. Er ist komplett besessen davon, sie zu dominieren, seinem eigenen Träumen zu folgen und Autor groß rauszukommen. Und sie fühlt sich eben vernachlässigt, sexuell unterfordert. Er hat kein Interesse an dem, was man so weitgehend als romantische Liebe bezeichnen würde, sondern ist eben an anderen Dingen zu knabbern. Und so machen sich gegenseitig die ganze Zeit ihr Leben schwer. Und manifestiert eben in solchen Aktionen, wie dass sie was an seine Tafel schreibt und seine Formeln da ausradiert, wegwischt oder durchstreicht, eher ihre Katze bewirft mit Grapefruits, wenn sie gerade nicht hinguckt. Ein ähnliches Verhalten zeigen eben auch alle anderen Figuren. Also keine von denen ist in irgendeiner Art und Weise unschuldig, aber irgendwie scheinen sie alle getrieben zu sein, angetrieben zu sein von diesem wirklich ungesunden Umfeld, in dem sie sich bewegen. Ich glaube einfach, ich wollte zurück zu dem Punkt kommen, dass dieser Versuch der
der Vergewaltigung kurz vor Schluss von Norman, in dem plötzlich so quasi sich Charlie und David für einen kurzen Moment auf derselben Seite befinden, auf der Seite der Guten, die hier Unheil zu verhindern haben. Mhm. Ich vergleichsweise flach finde, im Kontrast zur restlichen sehr komplexen Charakterisierung der Figuren, die wir da sehen. Ja, kann ich leider nicht so ganz mitgehen. Also abgesehen davon, dass du das alles ganz hervorragend beschrieben hast, wird er sogar noch an einigen Stellen noch ein bisschen weitergehen. Ich habe das Gefühl, David und Amy haben sich einfach mal gar nichts zu sagen. Also, das ist für mich also ganz ein bisschen. Ich hab nicht das Problem mit Kaugeräuschen und wenn sie sich da gegenseitig irgendwie ihren Kaugummi vollschmatzen, mochte ich es ja spontan beide gar nicht mehr. Dass sie eben alle nicht so genau wissen, was sie wollen und das hast du absolut richtig beschrieben. Also ich finde tatsächlich etwas seltsam, oder das Einzige, was mich tatsächlich daran stört, ist, dass der eben nichts Besseres zu tun hat während dieser Belagerung, als dann eben sich auf sie zu stürzen. Aber ich empfinde nicht, dass die, andersrum, ich sehe, dass die beiden, das habe ich auch selber gesagt, dass die beiden auf der gleichen Seite stehen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob sie dadurch auf der Seite der Guten sind. Mhm. Weil sie, also dem Rape and Revenge Topos folgen, in dem eben ein Mann im Prinzip die Ehre seiner Frau verteidigen muss oder die zur Rechenschaft zieht, die ihm seiner Frau Gewalt angetan haben, das macht ihn ja noch nicht unbedingt zum Guten. Das ist ja genau diese Ambivalenz und die politische Ebene, auf der eben genau die Gewalt in dem Film verhandelt wird. Macht es einen zu einem guten Menschen, weil man aus vermeintlich rechtschaffenen Gründen gewalttätig ist? Das wird der Film ja auch eindeutig verneint. Richtig, aber genau das ist mein Punkt. Das war eine rhetorische Frage gerade. Das ist die Frage, die dieser Film im Prinzip stellt. Und in dem Moment, in dem David und Charlie zusammen da stehen und eben dem Genre-Ideal entsprechen oder der gemeinhin der Vorstellung, was wie ein Mann handeln sollte, eben eine gewaltsame Lösung zu finden, um einer Frau beizustehen, wird natürlich genau diese Frage ganz, ganz deutlich in den Vordergrund gestellt. Hm. Ja, von daher finde ich das gar nicht platt, sondern ich finde das tatsächlich, finde ich das geradezu klimaktisch. Ja, ich möchte hinzufügen, für uns war das, ich glaube, deswegen habe ich auch einfach mal eine Antwort ungefragterweise meinerseits reingeworfen, weil ich glaube, für uns beide ist das eine rhetorische Frage und ich glaube, für die meisten cinephil etwas vorgebildeten Menschen und mutmaßlich unsere gesamte Hörerschaft im Jahr 2019 ist das eine rhetorische Frage. Mhm. Ich glaube, für viele zeitgenössische Kritiker war das gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage. Ja. Ich glaube, die waren vielleicht auch ein bisschen auch durch die Art und Weise, wie der Film vermarktet wurde. Da ist dieser raubbeinige Regisseur, der auch gerne mal besoffen am Set erscheint und es einfach nicht so auf die Reihe kriegt, sein Filmteam ordentlich zu dirigieren. Ich glaube, da wurde schon viel antizipiert in Sachen, das kann ja nicht wirklich smart sein, das wird ja wahrscheinlich doch eher flach sein. Und flach ist auch genau das Wort, mit dem der Film oft beschrieben wurde. Also ich habe mir mal ein paar zeitgenössische Kritiken angeguckt und es läuft fast immer darauf hinaus, dass Kritiker damit zitiert werden mit Straw Dogs ist ein Film der einfachen Antworten und der Mann muss siegen, um sich selber zu beweisen als Held und dabei ist es eigentlich egal, was mit der Frau geschieht. Also Variety hat geschrieben, der Film sei flach und Entertainment Weekly hat gemeint, ein Film, der vorgibt, komplexere Situationen zu verhandeln, aber letztendlich nur so ein exploitatives Blutbad abbildet. Und es kommt immer wieder aufs selbe hinaus, dass viele zeitgenössische Kritiker gesagt haben, so, da steckt einfach nichts hinter. Das ist ein Film der einfachen Botschaften und einfachen Antworten. Und das finde ich doch bemerkenswert. Bemerkenswert ist das, ist gelinde gesagt. Weil ich finde eben das gerade spannend, dass das überhaupt nicht so geboten wird. Lass uns doch mal ganz kurz das eben wirklich durchexerzieren. Wenn dies ein klassischer Film wäre, dann wäre tatsächlich das ja völlig richtig zu identifizieren, dass David ist der zerebrale Charakter, der Intellektuelle. Ja. Er flieht vor der Gewalt in Amerika, impliziert natürlich den Vietnamkrieg, oder zumindest irgendwie, weiß ich, so den Unruhen, so was ich in Berkeley und sonst wo. Und
verkriecht sich da halt irgendwie in nach England. Seine promiskuitive Frau wird drangsaliert und er ist nicht in der Lage, den Bullies die Stirn zu bieten. Irgendwann reißt ihm der Faden und er bringt sie alle auf schaurigste Art und Weise um. Ja. Das kann man natürlich, ja, das ist alles in dem Film drin, ja, natürlich. Aber die Frage ist, wie wird es dargestellt? Und wenn das Jack Nicholson gewesen wäre, wäre es wirklich tatsächlich ein komplett anderer Film gewesen. Einfach, dass Dustin Hoffman mit Dingen wie Little Big Man, All the President's Man, logischerweise The Graduate, unterm Gürtel diese Rolle übernimmt, kriegt das auf einmal eine ganz andere. Ja, All the President's Man war aber Jahre später, aber. Na, so viele Jahre später nicht, oder? 76. Ja, okay. Na gut. Okay. Nein, du hast ja komplett recht. Ja, ich glaube, auch die Kritiker waren da extrem voreingenommen, weil er hat natürlich diese Aura des jungen, intellektuellen, aufrührigen, aber im Grunde doch sehr sympathischen, jungen, fast jugendlichen Protagonisten. Richtig. Aber er hat eben vor allem die Aura, ergibt sich in dem Film eben eine andere Aura, und zwar die des Mannes, der halt überfordert ist. Er hat keine Sprache, um mit der Situation umzugehen, die sich da bietet. Amy nennt ihn deswegen irgendwann Feigling. Ja, absolut. Ist er das? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist sprachlos. Ja? Und er trifft falsche Entscheidungen zu falschen Momenten. Die Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, würde jemand anders eine bessere Entscheidung treffen? Und wenn ja, wie würde die aussehen? Alleine in einer solchen Stadt, in der der Dorfalkoholiker mal eben kurz die Hand seines Wirtes auf einem Glas blutig haut, ja, und danach trotzdem von ihm was zu trinken bekommt. Wie geht man damit um? Wie, was macht man denn da? Er ist ein Feigling. Er ist kein Feigling in dem Sinne, dass es ihm am Selbstbewusstsein mangelt, denn er hat viel zu viel Selbstbewusstsein, aber er packt sein Selbstbewusstsein an die falsche Stelle und er kuscht jedes Mal vor den tummen Dorfbewohnern, aber spielt sich jedes Mal vor Amy auf wie der allergrößte Gockel. Und das geht ihm sehr, sehr schnell stark sogar ins Beleidigende. Also als sie sich zum Beispiel zum ersten Mal darüber mokiert, dass eben hier Charlie und seine Freunde sie anstarren, maßregelt er sie dafür, dass sie kein BH trägt. Ja. Und sagt, naja, ansonsten sei doch stolz drauf, dass sie dich so geil finden. Du, ganz ehrlich, das sind doch die klassischen Argumente, die man doch heute noch ständig bekommt. Ja, natürlich. Die wurde vergewaltigt. Was hat sie denn angehabt? Was sind für eine bescheuerte Frage? Ja. Ja? Aber genau dasselbe, also, ne, also genau diese, deswegen sage ich halt, er ist halt unsympathisch. Ich bin mir nicht so. Du hast jetzt einen anderen Punkt aufgemacht und ich finde den Punkt wichtig und ich möchte ja auch gerne darüber weiterreden, aber es war nicht der Punkt, den ich gemacht habe. Mein Punkt, an dem ich ganz gerne noch ein Momentchen festhalten wollen würde, ist, dass ich mir nicht sicher bin, wie jemand anders reagiert hätte in einer solchen Situation als kleiner, schmächtiger Intellektueller, ja, gegenüber einem besoffenen Schrank eines Mannes, der vielleicht noch einen Hammer in der Hand hat, weil er gerade ein Dach zimmert. Ja, dem zu sagen, so, jetzt lass mal sein, in der Angst halt eins auf die Gusche bekommen zu können. Ich verstehe. Während man selber eben, deswegen sagt er, er hat keine Sprache, um darauf zu reagieren. Er kann sich nicht aufbauen und sagen, ich gebe dir links und rechts einer. Ja, er betont ja auch, dass er Gewalt ablehnt. Ja, also mit anderen Worten, er versucht es auf die falsche Art und Weise. Er versucht sie im Prinzip dazu zu bringen, aufzuhören, ihn und Amy zu drangsalieren, indem er sich mit ihnen quasi anfreundet. Mhm. Nochmal, es ist die falsche Entscheidung, aber es ist eine, die er nur, sagen wir mal, aus seiner Situation vermutlich treffen kann. Dass er auch anders kann, hat er auch zuvor schon in der Szene mit dem örtlichen Pfarrer und dem Bürgermeister bewiesen. Da ist er auch nicht gerade klein mit Hut. Die macht er ja rhetorisch bis Unterkante, Oberlippe wirklich fertig. Und weil sie sich, sie aber weil sie sich auf einer ähnlichen oder ihm vermutlich unterlegenen intellektuellen Ebene bewegen. Da kann er das machen. Die sind zivilisiert. Ja? Er kann sie eben tatsächlich kleine reden, weil er weiß, ihm droht nichts. Mhm,
Ja, der Pfarrer wird nicht aufstehen und ihm was auf den Kopf geben oder so. Ja. Ja, oder eine Flasche in seinem Gesicht ausdrücken. Genauso wenig wie der hier Magistrate. Ja. Ne? Es ist absolut auffällig. Und da finde ich, ist eben auch das Drehbuch wirklich brillant, weil es wirklich stark kontrastiert, diese beiden Momente, in denen er eben einerseits den Pfarrer und den Major versucht, rhetorisch zu beeindrucken und ihm das offenbar gelingt. Und dann nur, ich würde sagen, 10, 15 Minuten später zeigt, wie er komplett zusammenklappt im Angesicht dieser mutmaßlich tumpen Dörfler und seinem Versuch, diese irgendwie rhetorisch zurechtzuweisen und dann mit sowas um die Ecke kommt, wie, also als Amy ihm wirklich die Pistole auf die Brust setzt und sagt, du schmeißt sie jetzt raus, das ist dann schon nach der Vergewaltigung. Und er ihn dann entgegentritt mit, ich habe mal berechnet, wie viel ich euch bezahle und wie viel ihr wirklich arbeitet und diese Rechnung, die geht nicht auf, und man hat sogar das Gefühl, wenn sie ihn weiter reden lassen würden, würde er jetzt sogar noch anfangen, seine Tafel rauszuholen, ihnen das vorzurechnen. Vermutlich, ja. Ja, klar. Und das bringt mich ja ehrlicherweise, und jetzt haben wir leider den anderen Punkt ein bisschen außen vor gelassen, ich würde da eigentlich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, den du gerade gemacht hattest. Aber trotzdem bringt mich das eben wieder auf diese Frage, wie wird eigentlich Männlichkeit verhandelt in diesem Film. Ne? Über welche Punkte? Was macht dann eigentlich ein Mann in der Welt von Straw Dogs aus? Und da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Deutlich wird aber gerade in der Szene, die du gerade beschrieben hast, dass eben dass die einfach nicht miteinander kommunizieren können, und dass sich David eben auch tatsächlich gegenüber dieser zur Schau gestellten Tumpenmännlichkeit, dem Machismo, unterlegen fühlt. Nicht intellektuell unterlegen fühlt. Ich glaube, wenn er mit denen diskutieren könnte, dann würde er das genauso machen wie mit dem Reverend da. Ja. Aber kann er nicht. Das weiß er. Und der weiß, er kriegt eins auf den Deckel, wenn er es versucht. Wobei es auch nie so wirklich versucht. Im Grunde sind eigentlich die Frotten relativ klar, schon nach dem Moment, in dem er sich eben abends zurückzieht und dann nochmal, also von Amy loslöst, zumindest geografisch nochmal ins Dorf fährt und dort in der Kneipe was trinken will und da feststellt, nee, das ist eigentlich, im Grunde kann ich es auch sein lassen. Ja. Und ironischerweise genau kurz darauf sagt eben Amy zum ersten Mal zu ihm, also noch nicht mit allerletzter Konsequenz, das kommt dann erst später, du zeigst ihnen jetzt, wo es lang geht. Die sind verantwortlich für den Tod meiner Katze und sie platziert eben strategisch sehr geschickt dieses kleine Schälchen mit Milch auf dem Tablett, wo sie den Jungs dann Getränke reicht und hat eben David vorher instruiert, dass jetzt der Moment gekommen ist, um denen mal Bescheid zu stoßen. Ja. Und in dem Moment entscheidet er sich eben dafür, das nicht zu tun. Oder ich möchte nicht sagen, er entscheidet sich nicht dafür etwas, er entscheidet sich gegen eine Aktion, die eben den Jungs mal zeigt, wo der Hammer hängt. Ja. Und versucht sich eben mit ihnen anzufreunden, auf diesem Wege der Situation zu entkommen. Wäre man jetzt ganz hart und würde besonders kritisch mit seiner Figur ins Gericht gehen, könnte man eigentlich sagen, das ist in dem Moment eigentlich, das ist eigentlich der Moment auch, in dem er Amy opfert oder ihn quasi diesen Charlie und seinen Freunden signalisiert, okay, ihr werdet mit dem, was ihr vorhabt, vermutlich davonkommen. Natürlich. Und vermutlich kann man also in der Szene wird es deutlich, aber man kann es auch noch vorher ansetzen, und zwar wenn er die Katze findet, davon total geschockt ist. Ja. Amy es halt nicht sagt, sie muss es halt selber sehen, wie auch denkt, irgendwie, na, das ist aber sehr freundlich von dir. Ja, ja. Und dann, wenn man Dustin Hoffman transportiert das ja eben auch so wundervoll, wie geschockt er ist eben von einer einem Umgang, ja. Von der Gefahr natürlich, die davon ausgeht, und diese Warnung, dieses Eindringen ins Haus und die Bereitwilligkeit zu Gewalt und zu zum Tiermord, ja, und wie weit das halt sonst noch so gehen kann, und dass er kann dem nichts entgegensetzen. Er ist machtlos, er ist komplett machtlos, weil er eben auf dieser Ebene nicht Dinge verhandeln kann. Aber er ist eben auch völlig unempathisch gegenüber seiner Frau. Ja. Ja. Er schließt die Türen ab, ja, damit keiner mehr reinkommen kann. Na super. Aber es interessiert den offenkundig einen feuchten Kehricht, wie sich seine Frau dabei fühlt, dass ihre Katze tot im Schrank hängt. Und spielt das vielleicht sogar noch runter. Das heißt, also, das ist, glaube ich, das, was du gerade auch an
setzt, das zu sagen, dass er eben auch keine Gelegenheit auslässt, um eben die Belanglosigkeit von Amy ihr gegenüber zu präsentieren. Ja, natürlich. Das ist sein höchstes Glück, hat man das Gefühl. Ja, ja. Er eben Situationen schaffen kann, in denen er sich beweisen kann. Vor allem ihr gegenüber im Sinne von, ich bin dir einfach intellektuell überlegen. Ja. Ich habe mich oft gefragt, jetzt auch schon zum wiederholten Mal beim Sehen des Films, wie die beiden überhaupt zueinander gefunden haben. Denn natürlich konnte man einerseits den allseits beliebten oder gehassten Begriff des Trophy Wife herbeizitieren und sagen, ja, sie sieht eben sehr hübsch aus, ist eine wunderschöne junge Frau, Susan George, und das bringt eben auch Vorzüge mit sich, zumindest für ihren hier fiktiven Ehegatten David. Sie hat Hoffmanns Figur David aus meiner Perspektive wirklich nichts zu bieten. Ich meine, Trophy-Wife-Status hin oder her und Susan George als Amy ist eine sehr attraktive junge Frau. Aber ich frage mich tatsächlich, wie die beiden zusammengekommen sind. Man möchte fast mutmaßen, sie hat eine geradezu vielleicht masochistische Lust an Erniedrigungsspielchen und er kann sich eben darin sonnen, dass er ihr gemutmaßt so viel intellektuell überlegen ist. Aber sie sind beide eben einfach nur optisch und was ihr Alter betrifft und vom Status so weit entfernt von diesem, ja, etablierter Dozent oder Professor schnappt sich jetzt eine junge College- oder Universitätsstudentin wie sonst was. Also da ist tatsächlich für mich so, dass muss ich den größten gedanklichen und emotionalen Sprung machen, um mich damit anzufreunden oder diese beiden tatsächlich als Paar zu akzeptieren. Denn ich glaube, das war auch ein großes... Mich ab Minute 1 nicht. Ja, ja, natürlich, ja, genau. Ähnliches Gefühl hatte ich auch. Ich hatte tatsächlich diese von dir beschriebene College-Professor Schülerin, Studentin Nummer mehr oder weniger so vorausgesetzt. Aber ging mir auch so, ich glaube Dustin Hoffmann ging es auch so. Ich glaube, er fand genau das den einen schwierigen Punkt mit Susan George in der Besetzung. Ne? Weil, ich meine, rein sexuell läuft da ja auch nicht viel. Ne? Also das bisschen, was man da am Anfang halt sieht, wenn sie dann irgendwie unter der Bettdecke nach Schachfiguren suchen, ist ja, also wirkt auch nur wenig begeisterungswürdig. Einfach ein bisschen gequält, alles in allem. Ja. Er greift wirklich zu keinem Zeitpunkt in diesem Film irgendeine Form von Partei für sie. Nicht bei der Katze, nicht bei den Blicken, wie von der Vergewaltigung erzählt sie ihm schon mal gar nicht mehr. Es ist einfach so seltsam, dass sein moralischer Stand, den er da irgendwie macht, diesen Punkt, diese Linie im Sand, dass die halt bei David Warners Niles, Harry Niles, Henry Niles liegt. Ja, und er sagt, okay, das ist jetzt der Punkt, da biete ich ihnen jetzt die Stirn, die kommen jetzt nicht in mein Haus. Er sagt ja nicht, ich verteidige jetzt meine Frau. Ich versuche jetzt dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Oder dass sie zumindest nicht keine großen Probleme hat. Nein, er schickt sie im Prinzip wie ein kleines Kind aufs Zimmer, damit sie nicht im Weg ist. Und so. Also es ist schon auffällig, dass sie eine grundlegend gestörte Beziehung haben. Ja. Ich finde seine Asexualität oder Impotenz auch wieder so eine interessante Möglichkeit, den Film auf verschiedene Arten zu lesen. Also zum einen konnte man diesen Aspekt seiner Figur natürlich für sie, für Amy, mehr oder weniger als direkten Anlass sehen, sich in die Arme von Charlie zu begeben und damit tatsächlich so diesen Vergewaltigungsmythos im Sinne von, ja, sie wollte es doch auch, oder jede Frau sehnt sich danach, mal richtig hart rangenommen zu werden, auch gerne mal gegen ihren Willen, das damit zu rechtfertigen, weil er ist ja nur so eine Waschlappenfigur und sie hat ja echt keinen echten Kerl, der ist ihr mal richtig besorgt, also mich... Ich verstehe dich. Das ist nicht meine wirkliche Stimme, also... Ja, ja. Ich hoffe, unsere Hörer wissen das zu unterscheiden. Und das ist eben auch die eine Lesart davon. Die andere ist eben, den Blick von Amy abzuwenden und sie quasi so als das, was ihr geschieht, quasi als direkte Konsequenz seines Handelns oder seines Nichthandels zu sehen und ein schlechtes Bild von ihm zu zeigen, nämlich als jemand, der offensichtlich Probleme aus dem Weg zu gehen scheint, nicht wirklich in der Lage ist, eine ordentliche Beziehung zu führen, der den einzigen Lustgewinn sieht als
darin, seine Partnerin zu unterdrücken, intellektuell vor allem, aber eben auch, wenn es nötig ist, mit Gewalt, denn er wird ja auch später auch im Laufe des Films auch gerne mal handgreiflich ihr gegenüber und zuvor auch schon indirekt, indem er zum Beispiel die bereits mehrfach jetzt erwähnte Katze mit Grapefruits bombardiert und sie eben auch körperlich misshandelt, also dieses Tier. Im gleichen Sinne also ist es auch, ich möchte sagen, kann der Film eben auch als misogyn gelesen werden, wenn man denn so will. Er ist aber auch im gleichen Sinne oder fast noch viel stärker, weil wir sehen ja noch eine größere, deutlich größere Anzahl von bösen Männern in diesem Film als bösen Frauen. Frauen sind ja eher Opfer als tatsächlich aktiv teuflisch. Ein sehr männerverachtender Film. Ja. Und zu Recht, muss man sagen. Wenn was ist denn auf die Art von Männer reduziert, die der Film ja abbildet. Und damit schließe ich eben David ein, der natürlich absolut auf eine völlig andere Art und Weise, aber in selben Maße widerwärtig ist, wie es Charlie, Norman und ihre Freunde sind. Chris, der Schlüpfer stiehlt, also was für ein Idiot. Ja. Wirklich absurden Lache die ganze Zeit. Oder der besoffene Onkel Tom. Ja. Also tatsächlich, selbst wenn der Film die Möglichkeit hätte und gerade Figuren wie Tom, der glaube ich auch in der Romanvorlage von Gordon Williams eher positiv gezeichnet ist, also der Vater ist dieses entführten Mädchens, die Romanvorlage erzählt die Handlung ein bisschen anders, da kommt auch keine Vergewaltigungsszene vor, aber der durchaus eben Figuren zu bieten hat, mit denen man sich identifizieren kann. Selbst die verweigern uns Goodman und Peggy Porn im Drehbuch und alle sind einfach nur widerwärtig. Ja. Auch der Dorffahrer. Ja. Eklige Figur. Natürlich. Hier Magistrate, der Major, ist, sagen wir zumindest moralisch nicht verwerflich in dem Sinne, aber auch autoritätstechnisch impotent. David Warners geistig minder bemittelter Henry hat lange Zeit das Potenzial, so eine unverstandene Figur zu sein, und dann ist er letztendlich wie ist er noch gleich? Lenny? Aus Of Mice and Men? Von Bösen und Menschen? Ja, genau. Also, er ist ja nun auch wirklich keine positive Figur in dem Sinne. Nein, also für misogyn halte ich den Film wirklich nicht. Ich halte ihn für misanthropisch. Ja, zutiefst, absolut. Ja, es ist die Gesellschaft, die uns hier präsentiert wird, ist grundlegend falsch. Deswegen war ich, glaube ich, auch so leicht säuerlich gleich ganz am Anfang, als du die Zusammenfassung vorgelesen hast. Ich hoffe, man hat die Gänsefüßchen gehört. Und das eben als friedliches Städtchen irgendwie bezeichnet wird. Weil es fängt gleich damit an. Es ist sofort so. Der Film fängt an und wir sehen halt, wie die Kinder da irgendwie auf dem Schulhof sich irgendwie rüpelhaft benehmen. Dann kriegen wir die lüsternen Blicke von Charlie. Dann reden sie gleich über hier Henry Niles. Sehr, sehr abwertend. Und so zieht sich es durch. Ja, Szenen zu Beginn erinnern ja auch mit den Kindern gerade sehr an The Wild Bunch. Klar, wo eben auch diese Gruppe Kinder diesen Skorpion da umbringt. Das scheint auch so ein roter Faden halt zu sein bei Peck. Ja, natürlich. Die Gesellschaft ist zutiefst zersetzt und korrumpiert schon im frühesten Kindesalter. Es ist genau dieses Misanthropische, was du eben ansprachst. Also bei Peckinpah gibt es wenig gute Figuren, und das ist jetzt bereits der dritte oder vierte Titel von ihm, über den wir sprechen. Und Alfredo Garcia ist auch nicht sehr viel lebensbejahend, da muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon durchaus als Leitmotiv zu bezeichnen in seinem Werk. Ja, genau. Und letztendlich also ich als Zuschauer treffe halt ständig und von Szene zu Szene neue Entscheidungen, wie ich eben, also was ich gerade schlimmer finde. Du erwähntest, wenn David halt in den Pub geht und Zigaretten haben will und der sich erstmal wie die Axt im Wald da benimmt, denke ich mir halt erstmal, ach, ist das ein Idiot. Und dann wird er aber gleich so auf so eine eklige Art und Weise hops genommen, also so eine
die Jungs, die ihm da sein Dach reparieren, sind ja vermeintlich total freundlich, aber eigentlich machen sich gerade über ihn lustig und sie wissen es auch und er merkt das auch. Und dann denke ich mir, oh Mensch, die arme Sau, aber die anderen, die sind ja irgendwie eklig. Und so, das wechselt halt wirklich von Szene zu Szene, teilweise innerhalb der gleichen Szenen. Was ich halt da so faszinierend finde, ist, und ich komme auf den Punkt gerade wieder mal, weil ich glaube, ich habe ihn noch nicht so richtig gemacht, wir sehen halt hier ganz viele unterschiedliche Arten von Theorien, Thesen zu Männlichkeit. Ja, wir haben diesen Faxenmacher mit der leicht perversen Ader, hier den Chris, Chris, den Redcatcher da. Auf dem Dreirad und später rum. Richtig, also dieses Manchild. Dieses Gekecker, ja. Ja, ja. genau. Wir haben Charlie ist ja durchaus ein verhältnismäßig gut aussehender Mann, ne? Also, aber weiß damit eben auch nicht so richtig umzugehen. Also der weiß nicht, wie man sich benimmt und der sucht sich offenkundig schlechte Freunde. Und trifft eben auch sehr fragwürdige Entscheidungen. Wir haben halt so wirkliche Barbaren wie Norman. Ja, wir haben den Mitläufer Phil, den ich ehrlicherweise ganz also erst recht spät überhaupt identifiziert habe als eigenständige Figur. Wir haben halt den alten Säufer Tom. Wir haben den ekligen Pfarrer. Wir haben den impotenten Major. Wir haben halt den Snob David, der zu seiner Frau nicht sehr freundlich ist. Und so viele unterschiedliche Figuren, die aber eben unterschiedliche Aspekte im Prinzip darstellen. Und dann werden aber trotzdem auch Grüppchen gebildet. Wir hatten es ja auch vorhin, ne? wenn eben David eben zusammen mit dem Pfarrer und dem Major halt ist, ist das halt also mehr oder weniger die Gruppe der Intellektuellen, der geistigen, der Mittelschicht, der, ich wollte ja, natürlich. Ganz kurz wollte ich Elite sagen. Und auch irgendwie so der, ich meine jetzt, und auch der wird jetzt mal ausgenommen, auch so die Gruppe der Elterngeneration, könnte man das im weitesten Sinne sagen. Ja. Und wenn man dann sich dann eben die Jüngeren dazu im Vergleich anguckt, also Norman, Chris, Charlie und so weiter, und dann eben sieht, aus welchem Elternhaus oder Familien, die abstammen, also mit männlichen Leitfiguren, patriarchischen Leitfiguren wie Tom oder dem Major oder dem Pfarrer, dann weiß man genau, woher das kommt. Ja. Also wir sehen ja auch, der Reverend biegt ja auch seine Frau einzelmal rhetorisch gerade, als sie nicht kuschen will. Also putzt sie runter. Das ist ja auch alles hausgemacht, was wir da sehen. Ja. Und ich glaube, das wissen auch die Figuren. Sie akzeptieren das zumindest einfach so als gottgegebenes Recht des Mannes, sich Frauen gegenüber wie Schweine zu verhalten. Ja. Ja. Und sich gegenseitig, das ist ja auch so ein Punkt, dass eben diese Gruppendynamiken, dass sie praktisch untereinander auch eine Form von Hackordnung entwickeln. Ja? Die Jungs, die dann letztendlich eben das Haus angreifen, das ist ja ein ganz, ganz klarer Fall von einer Krähe hackt der anderen kein Auge aus und so. Aber dennoch hast du da halt auch einfach einfach eine unterschiedliche Rangfolge, eine Rangordnung. Und Charlie und Norman wetteifern so ein bisschen um die Führungsposition da in der Gruppe. Jeder auf seine Art und Weise. Und man sieht halt einfach deutlich, dass eben die Dachdecker-Buben da ihre Männlichkeit vor allem über körperliche und auch durchaus verbale Gewalt präsentieren, um halt David zu dominieren oder eben natürlich einfach die Frauen auch. Ja, ich meine, auch noch so ein etwas anderer Punkt tatsächlich, aber und eben die anderen dann eben versuchen das eben vor allem über die geistigen Leistungen zu machen. Der Major ja ganz genauso. Der Major. Das tatsächlich die Figur, glaube ich, in die ich, zumindest als ich den Film damals zum ersten Mal sah, die größte Hoffnung gelegt hatte, als vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, noch ein bisschen was gerade zu rücken. Und man muss ja sagen, er probiert es zumindest, aber das gönnt einem der Film nicht. Dafür ist der Film zu zynisch, dafür ist der Film zu misanthropisch und irgendwie auch vorhersehbar und gehorcht auch irgendwie den Regeln
dieses Subgenres, in dem er sich bewegt. Also die Figur wie der Major muss sterben. Und er hat so ehrlich gesagt gar nicht wirklich verdient zu überleben. Dafür ist er dann doch wieder zu schwach und zu uninteressant, zu weich, zu impotent. Das Wort fällt hier immer wieder. Ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück. Mich überrascht die kritische Rezeption nicht, egal ob aus weiblicher oder männlicher Perspektive, den Film zumindest damals bei Erscheinen vielerorts als misogyn und flach und ja, eindeutig in seinen Botschaften zu charakterisieren. Mich wundert eher, dass anscheinend komplett akzeptiert wurde, dass wir hier eine männliche Heldengeschichte beobachten, der tatsächlich der Mann als sowas wie ein Held hervorgeht. Vielleicht zahlt auch darauf so ein bisschen das Lächeln, was eben Dustin Hoffmans Lippen in der allerletzten Einstellung umspielt, mit ein. Ich weiß es nicht. Dabei halte ich eigentlich Kritiker oder ja, also zumindest so, wie es uns heute überliefert wird, nicht für so schlicht gestrickt, dass man da nicht mehr rauslesen kann. Auf jeden Fall, zumal ich halt gerade dieses Lächeln am Ende für ein sehr bitteres halte. Ja, ich meine, das absolut. Es ist ja genau, also an der Stelle finde ich den Film gar nicht mehr so wahnsinnig ambivalent, weil da ist es mir eigentlich ziemlich klar, was damit gemeint ist. Einfach die Tatsache, dass die Figur, die eben für das pazifistische Männerbild eben folgenschwere Entscheidung gegen seine Natur treffen musste und sich sehr über sich selber wundert und jetzt eben einfach nicht weiß, wie er eben wieder praktisch zu seinem angestammten Leben zurückkehren kann. Das ist tatsächlich nicht sehr ambivalent. Es ist nur fraglich, ob sein angestammtes Leben tatsächlich so erstrebenswert ist. Hm. Ob seine Gewalt sich nicht einfach nur auf andere Art und Weisen gelöst hat, so wie wir es gerade versucht haben, die ganze Zeit schon zu erörtern. Und ob diese Fragestellung überhaupt der Figur von David steht. Nein. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Die Rolle, die er sich da gegen Ende des Films begibt, einerseits notgedrungen durch die Umstände, also durch diese, ich wollte gerade sagen, an Filme wie Night of the Living Dead oder Rio Bravo erinnernde Belagerungsszene, aber ich finde also, was die Qualität der Inszenierung betrifft, kann hier Straw Dogs durchaus mithalten mit diesen beiden Filmen. Also einerseits ist er natürlich getrieben in dieser Situation, andererseits eben auch aus seinem eigenen Ego erwachsen und einfach diese Möglichkeit haben, endlich das tun zu können, wonach er sich wahrscheinlich schon insgeheim Jahre seines Lebens oder sein ganzes Leben lang sehnte, nämlich irgendwie triumphieren zu können über Bullies? Ja, über die Bullies, genau. Über Männer, die ihm schon wahrscheinlich in der Schulzeit immer die Mädels weggeschnappt haben, die ihn in der Pause verkloppt haben und ihm sein Pausenbrot geklaut haben, eben genau solche Leute sich hinwegzusetzen. Mhm. Aber eben nicht mit seinem Intellekt, was er offenbar nicht kann, sondern mit nackter Gewalt. Insofern ist das, glaube ich, schon ein ehrliches Lächeln oder ein Gefühl der Zufriedenheit, was er da mit sich hineinträgt in den Abspann des Films. Das wird ihm wahrscheinlich erst später bewusst werden, was er da Schlimmes getan hat. Aber in diesem einen Moment, komplett isoliert all dem, was danach kommt, ist er wirklich zutiefst mit sich zufrieden oder mit der Situation, also zufrieden, wie er nur eben sein kann. Ich finde es eben so schade, dass offenbar in der kritischen Rezeption sich viele Menschen von Zuschauerseite, von Kritikerseite, sich eben genau auf das Niveau von David da begeben haben und aus dem Film rausgegangen sind mit, ach so ein Film ist das. Jetzt hat er es geschafft, alles klar. Und er fährt in den Sonnenuntergang und hat den armen, geistig zurückgebliebenen David Warner jetzt auch noch mitgerettet. Und komplett vergessen haben, dass irgendwo da in diesem abgeschiedenen Häuschen in der englischen Pampa 4 oder 5 Leichen liegen, mit dem Major sind es 5, und seine komplett zerstörte Frau auf ihn wartet. Ja. Es ist trist, weil dafür ist der Film einfach viel zu smart. Ja, wie gesagt, also ich bin mir, was die Deutung des Lächelns und der Bedeutung für David angeht, da bin ich mir nicht ganz so ganz so sicher. Deswegen sage ich aber, das finde ich ja gerade das Spannende an dem Film, dass eben beide Möglichkeiten der Deutung gegeben sind. Ja, aus der Szene an sich, aus dem Kontext und aus der eigenen Erfahrung heraus.
Ich sehe David eben tatsächlich nicht als die Figur, die Liam Neeson seit 20 Jahren spielt. Und von daher sehe ich es ein bisschen anders einfach, aber eben wird etwas, also einfach an der Stelle nicht mehr ambivalent. Ich frage mich halt so ein kleines bisschen, was ist der ausschlaggebende Punkt, warum eben David eben diese Linie zieht an dem Punkt. Es ist halt nicht so, als würde die Figur in irgendeiner Form vorher einen moralischen Standpunkt klar definiert haben. Also vor allem nicht im Umgang mit seiner Frau. Ich versuche auch immer den Punkt zu entdecken und ich meine, es gibt diesen Punkt, in dem er ahnt, was dort geschehen ist zwischen Charlie und Amy. Was ich bis heute nicht wirklich sicher weiß, ist, ob er glaubt, da lag mal etwas in ferner Vergangenheit, eine gemeinsame Liebelei zwischen den beiden, oder ob er wirklich ahnt, dass es zu dieser Vergewaltigung gekommen ist oder vielleicht auch zu einem einvernehmlichen sexuellen Beisammensein der beiden. Aber es gibt diese Situation, in der eindeutig wird frühzeitig, also noch kurz vor Beginn so der wirklich harten Phase der Belagerung, wo er merkt, warte mal, die beiden haben sich kürzlich getroffen und ich war nicht dabei. Mhm. Im Zusammenspiel mit Amys wiederholten Vorwürfen der Feigheit und davon, dass er eben nur untätig ist und dass sie nichts kümmert, wo er auf er dann irgendwann ganz entgeistert schreit, I care. Mhm. Also er ist plötzlich der Caretaker und muss hier Sachen aus dem Weg räumen, nachdem er eigentlich bisher so 90 Minuten des Films lang diese Pflicht komplett vermieden hat und umschifft hat mit blöden Ausflüchten. Und auch im Übrigen sich selbst gegenüber, weil er sieht ja deutlich, dass er komplett verarscht wurde bei diesem Jagdausflug. Ja. Er kriegt das mit. Er weiß das. Und irgendwann geht er einfach nach Hause. Seine Eitelkeit zutiefst gekränkt. Ich glaube, das ist einfach, seine Eitelkeit muss so gebrochen und verletzt sein, dass er einfach nicht mehr kann. Und wer es dann am Ende macht, ob es jetzt irgendwie die Bullies sind oder ob es Amy ist oder sonst wer, der Reverend, der da Spitzen gegen ihn ablässt, das ist eigentlich im Grunde, ich möchte nicht sagen, es ist egal, weil ich glaube, es ist letztendlich Amy, die das in ihm auslöst, dass er sagt, okay, jetzt kümmert es mich. Ja. Aber das spielt da alles mit rein. Ach, die Egos von Männern sind so zerbrechlich. Ja. Das ist ein ganz tristes Männerbild. Es gibt, glaube ich, auch ein, zwei eher zeitgenössische Kritikerinnen, Wissenschaftlerinnen, die da versucht haben, sowas wie Empowerment rauszulesen und tatsächlich auch das Handeln von Amy in dieser Vergewaltigung, insbesondere im ersten Teil, die ja augenscheinlich teils einvernehmlich ist, was ich hier mal irgendwie klar verneinen würde. Ich sehe das nicht so. Ich sehe es vor allem eine Absage Peckinpahs und seines Co-Autors an das, was wir so als klassische Aspekte echter, kantiger, kerniger Männlichkeit so betrachten. Es ist ein Film voller schwacher Männer, aller Facetten schwächlichen männlichen Daseins und eine Offenlegung dessen, woran die Gesellschaft krankt. Woran ist der Mensch Psyche krankt? Auch eine Frage, die sich mir genau in diesem Zusammenhang stellte, ist, wie weit sind sich eigentlich welche Figuren über ihre eigene Rolle in diesem Spiel bewusst? Na, also die Frage eben, also gerade erzählt ja vorhin, dass sich eben näher so Grüppchen bilden oder dass halt Gemeinschaften, teilweise eben auch einfach nur Zweckgemeinschaften, weil naja, das Dorf scheint halt nicht besonders groß zu sein und die muss man ja klarkommen miteinander, bilden. Aber wie weit sind sie sich tatsächlich ihres Würstchendaseins bewusst? Also ich glaube, zumindest identifizieren zu können, in diesem Machtkampf zwischen Charlie und Norman, der eben ehrlicherweise größtenteils dann über Amy ausgetragen wird, wie die meisten Sachen irgendwie über Amy ausgetragen werden in diesem Film, halt schon deutlich eben die eigene Schwächlichkeit oder die Wahrnehmung der eigenen Schwächlichkeit halt darlegt oder offenlegt. Bei anderen Figuren ist es mir nicht ganz so klar. Tom zum Beispiel. Tom ist sehr, sehr von sich selber eingenommen.
Und, ja. Und er scheint sich eben auch noch bestätigt zu fühlen in vielen seiner sehr, sehr schlechten Entscheidungen durch irgendwie so eine Art heiligen Zorn. Ob das nun daran also, gemessen wird, ob er noch was zu trinken bekommt oder ob er eben auf der Suche ist nach seiner Tochter. Was seine Tochter? Ja. Seine Tochter. Nee, seine Nichte, glaube ich. Seine Nichte, na gut, okay. Das heißt also, der fühlt sich halt größtenteils im Recht. Ja, ja natürlich. Und dem vor dem Major kuscht er, naja, vor allem aus Angst vor Repressalien oder so. Oder damit er später keinen Stress bekommt oder so, damit er in Ruhe weitersaufen kann. Wer weiß es, keine Ahnung. Aber bei dem zum Beispiel, da bin ich mir überhaupt nicht so bewusst, ob der sich seiner eigenen Unzulänglichkeit klar wird. Mich erinnert er sehr daran an ältere Männer, die ich so in meiner Kindheit und Jugend in diesem unterfränkischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, erlebt habe, die allein nur ihren ja, gesellschaftlichen Status in der Hackordnung dieses Dorfes daraus beziehen, dass sie eben am meisten saufen können und eben einfach ein relativ hohes Alter im Vergleich zu den meisten anderen Anwesenden haben. Also ja. Du hast mich zu respektieren, weil ich bin der Lauteste und ich bin der Älteste hier und ich habe den wuscheligsten Bart. Und ja klar, dann im Beisein von eben wirklichen Autoritäts-, also nach dem Gesetz bestimmten Autoritätsfiguren wie dem Major dann so ein bisschen kuschen. Aber man kann sich eben auch das Ende dieser Szene denken und die Szene weiterdenken und sich vorstellen, dass sobald der Major diese Gaststätte verlässt, er wahrscheinlich einen blöden Spruch machen wird und sagt, ach, der hat mir gar nichts zu sagen, ja. Die Sau, ich habe den nicht gewählt. Ja. Ach, gruselig, alle gruselig. Ja. In der Tat. Ich wollte sagen, der Film ist auch technisch ganz, ganz super. Das geht hier ein bisschen verloren und ich finde auch zu Recht verloren. Das ist auch vollkommen adäquat, weil es gibt auch schon zum Beispiel von unseren Freunden von der Wiederaufführung eine wunderbare Episode zu Straw Dogs, der sie auch ein bisschen auf die technischen Aspekte eingehen. Die sollen hier vielleicht auch ein bisschen zu Recht zu kurz kommen, aber es sei auch gesagt, der Film ist einfach handwerklich tipptopp und Jerry Fielding's Score ist ganz super. Und am meisten beeindruckt mich ja bei Peckinpah immer die Montage, also allein diese Flashbacks, die Amy da hat, von der Gewaltigung bei dieser Messe. Das ist wirklich, das geht einem so tief in die Magengrube. Ja. Also auch beim vierten oder fünften Mal, das ist hochgradig bedrückend und beklemmend. Ja. Auf jeden Fall. Und wer da mit irgendeiner Feelgood oder Empowerment oder was weiß ich, sie hat es ja auch nicht anders verdient oder provoziert Gefühl rausgeht, dem kann ich und dem will ich nicht helfen und der will sich wahrscheinlich auch nicht helfen lassen. Aber ich frage mich wirklich, 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 wenn das denn so stimmt, was uns überliefert wird da von Seiten der Kritikerstimmen aus der damaligen Zeit, woher das alles kommt. Wahrscheinlich ein Rätsel, das wir hier nicht lösen können an diesem Abend. Aber also vielleicht unbequeme Wahrheiten. Vielleicht muss man sich eben nach Lektüre des Films mit seiner eigenen Politik auseinandersetzen. Mhm. Der Film verlangt das ja schon so ein bisschen von einem. Ne? Dass man eben einfach durch das, was ich versucht habe, vorhin zu beschreiben, durch meine persönliche Wahrnehmung ändert sich von Szene zu Szene, zu Charakter, von Charakter, innerhalb der gleichen Szenen. Im Film, also im Verlauf des Films, nach dem Film, nach Lektüre von anderen Wahrnehmungen, im Gespräch mit dir jetzt, das ist ja permanent im Fluss. Das macht die Sache eben einfach nicht leicht. Ja? Und vielleicht fällt es dann einfach leichter, die Sache auf dieses, was erdreistet er sich, mir da hier zu zeigen, zu reduzieren. Ja. Ohne sich tatsächlich mit dem Inhalt zu beschäftigen oder aber, was da vielleicht hintersteht, dann eben auch noch an dem, was ja wahnsinnig gerne gemacht wird, an der Figur des Autors des Werks im Prinzip irgendwie in irgendeiner Form zu verorten, was man dann von dem Werk selber hält, was ich oftmals sehr schwierig finde. Das ist jetzt nur meine Meinung, wie jetzt alles, was hier geäußert wird, nur unsere Meinung sind, so ist das eben. Klar. Wenn man hier so ein Format co-moderiert und eben nicht für eine, sagen wir, große deutsche Tageszeitung schreibt, weil ein gewisses Maß vielleicht an Objektivität gefragt ist, aber meine persönliche Haltung ist, wer Straw Dogs eine faschistoide Tendenz oder Haltung vorwirft, der oder die hat sich nicht die Mühe gemacht, den Film in dem ihm gebührenden Maß an Respekt oder auch mit dem gebührenden Maß an Intelligenz einfach zu lesen, ja, zu deuten. Ja. Denn
man kann ihm viel vorwerfen und wir haben jetzt immer und immer wieder rekapituliert, dass es komplett legitim ist, da verschiedene Deutungen rauszuziehen, Lesarten anzuwenden, aber eben eine und einzige, nämlich diese faschistoide Tendenz zuzusprechen und nichts anderes gelten zu lassen, halte ich für grundsätzlich falsch in diesem Fall. Richtig. Ansonsten, also da schließe ich mich komplett an. Würde noch hinzufügen, ja, wir vertreten hier eine Meinung, aber hoffentlich eine Meinung mit Ahnung. Haben wir dem noch was hinzuzufügen oder sind wir happy? Kann man mit einem Film wie Straw Dogs happy sein? Es fällt mir schwer. Vielleicht sind wir nicht happy, aber zumindest noch nicht unglücklich genug, um zu vergessen, darauf hinzuweisen, wo man uns denn sonst so online findet. Und wo findet man dich denn so, Daniel? Oh, man findet mich auf www.alinafox.de. Da kann man momentan meine Comic-Reihe kaufen, die ich wahnsinnig gerne verschicke. Gerne mit einer Signatur und einer Zeichnung dazu. Da würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere sich finden würde, mich dabei zu unterstützen. Wenn man vorab lesen möchte, was da tatsächlich drin ist, kann man auch gerne mal auf comicwerk.de gehen und einfach nach Alina Fox dort suchen. Und ich empfehle einfach diesen Podcast, würde ich mal sagen. Darüber hinaus natürlich die Bardoskini Extended Edition mit regelmäßig wechselnden Gästen, interessanten Filmgesprächen, was auch immer sehr spannend ist. Außerdem kann man natürlich auch das Bahnhofskino und alle möglichen weiteren Formate unterstützen unter bahnhofskino.com. Da findet man in der oberen rechten Ecke die Buttons, die man zum Glück benötigt, zumindest zu meinem Glück, um mich einfach finanziell ein bisschen zu entlasten, nämlich zu den Patreon- und Steady-Kampagnen und zum PayPal-Spende-Button. Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar und freue mich auch auf nächste Woche, denn dann haben wir ein bisschen leichteren Stoff und können doch mal in Erinnerungen schwelgen an Anno 2003. Was für ein tolles Jahr. Oder? Ja, dringend. Also, ich erinnere mich noch gut daran, dass man irgendwie damals so um Weihnachten rum einfach nie aus dem Kino rauskam. Vor allem, weil der Film so lange gelaufen ist. Ja, natürlich. Ja, stimmt. Wir reden über den dritten Teil unserer dreiteiligen Reihe zum vierteiligen. Vierteiligen? Bakshi. Oh, fuck, du hast völlig recht. Unserer vierteiligen, der dritte Teil unserer vierteiligen Reihe? Der vierte Teil unserer vierteiligen. Ich finde das Wir reden gut, über ja. den Herrn der Ringe, verdammt, noch eins. Ja. Die Rückkehr des der König kehrt zurück. Ja, genau. Und die beiden Könige des Podcastings kehren nicht so zurück. Das sind nämlich Daniel und ich. So. Ja. Gute Nacht. Bis dann. Ne? Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.